Meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Es ist Siege of Paris, ja? Oder die Belagerung auf Paris. Und wir werden heute diese Städten stürmen. Ja? Ich bin gespannt. Und ich lege mich auch direkt pennen, weil ich habe schon ein paar Vorbereitungen gestartet. Die dachte ich, komm, hier spare ich euch mal. Beziehungsweise für die Leute, die es halt auch zocken wollen. Ne? Oha. Da, Bomben. Jawohl, die springt doch jetzt nicht ernsthaft die ganze Brücke in die Luft, oder? Jawohl. Riesenexplosion. Lagert die Franzosen. Nee, die Franken können. Ich meine, es wären die Franken. Ja. Let's go, Boys. Der Herr ist stark und mächtig im Kampfe. Hauptsache, der kommt mit seinem goldenen Kreuz an. Er stärkt meine Hände für den Krieg, auf dass meine Arme dieses goldene Kreuz halten mögen. Ich gebe nicht nach! Ich bin das Tor von Paris! Ja, genau, Kollege Schmalfuß, ich glaube nicht. Huh. Oh, fuck. Moment. So. Das Coole ist, meine Waffen haben so eine coole Fähigkeit. Ich die erstmal Alter, richtig hart absmoken. Junge. Junge, weich da aus. Alter, machen wir den viel Schaden. Hallo. Beweg dich doch. Ja, moin. Das war ja mal ein richtiger Finisher, Junge. Lecco mio. Stimmt, die Bude, Männer. 3, 2, 1, mal 1. Let's go. Wir Nachkrieger! Sieg oder Tod! Ja, wenn ich was sehen würde, dann würde ich auch laufen. Wo bin ich hier? Ich höre nur Geballer. Ist mein Typ eingeschlafen oder was? 2 Stunden später. Alter, was verstehe ich denn hier im Feuer, Alter? What the fuck? Was ist das denn? Jo, da fackelt jemand ab, Alter. Okay, der ist schon down. Ja, auf den Dicken, ja! Bam, Junge! Ey, ich sehe nichts. Wo bin ich? Wo sind die Gegner? Aua, habe ich den jetzt ernsthaft nicht getroffen? Jetzt nicht verarschen. So, Folge Gulla. Junge Gulla, komm mal anders. Okay. Na, komm weg mit dem. Hey, ja, die nicht checken hier. Oh nein. Wo sind die Hinterhalt? Diese fränkischen Hunde? Bei einer Belagerung. Stille zehrt an mir. Schilde hoch und zusammenbleiben. Ich hab kein Schild. Du zwei Klingen. Oha. Komm, das sind doch nur ein paar Leute. Jo! Jetzt wird's ja auch noch heiß, ey. Hot, hot, hot. Mein Typ ist sehr begeistert davon, was da gerade passiert. Aber gar kein Problem. Oh Gott, ich bin jetzt komplett unfähig. Alter, ich sehe gar nichts hier. Was ist jetzt passiert? Oh nein, es lädt wieder. Kommt und kämpft, Feiglinge! Oh nein!
die Hure. Ja, der lacht da auch noch, dem. Sie mähen uns nieder. Ja, dann mähen wir zurück. Rückzug! Rückzug! Wie Rückzug? Okay, wir haben gerade unsere Alte verloren. Wir müssen die fertig machen, Leute. Wir sollten Leuchtfeuer auf den Türmen entfachen. Das gäbe den Katapulten einen Anhaltspunkt. Begleitet Duka. Ich hoffe, die packt jetzt hier nicht um. Boah, die kann ja klettern. Macht es nicht mehr Sinn, wenn wir uns aufteilen würden? So, ne, Kollegin? Ja, komm hier rüber. Stell dich doch einfach direkt aufs Feuer. Gar kein Problem. Das Tor ist offen! Los! Ja! Okay. Ja! Darf ich dir da nichts checken? Eliminiere Bischof Gutzlin. Suche nach einer Gelegenheit. Okay, wir müssen wieder infiltrieren. Ja, bete du mal, Junge. Das hilft dir aber auch nicht mehr. Komm, kletter. Du da, hilf mir! Ja, du Barbarenmonster! Bitte hilf mir! Hey, das ist so. Den habe ich schon mal getroffen. Ach, komm mal jetzt ab. Mein Gott. Darf nicht wahr sein. Hat ein Teil der Ereignis freigeschaltet? Nein. Oh, können wir das Kreuz da runterfallen lassen? Oh, das wäre mega. Nur um in unsere Falle zu tappen. Und jetzt bereiten sich unsere Krieger auf meinen verheerenden Gegenangriff vor. Wir werden sie zwischen den Türmen und Mauern zermalmen. Wir werden sie erschlagen und ihre Dörfer... Wie geil war das denn? Gott, ist es Dunkelheit oder das Licht? Beides. Geh zu deinem festgenagelten Gott, dem du im Leben gedient hast. Ja. Stelle Graf Olo. Die Belagerung ist zu einem Gemetzel ausgeartet. Nur ein Befehl von Graf Odo kann den Kampf und das weitere Blutvergießen beenden. Finde Nolwehen, die Schmugglerin und den Weg in den Palast kennt. Okay. Schmugglerin, zuletzt sah ich dich in den Tunnel. Das war bevor dein Heer angefangen hat, die Stadt zu brandschatzen. Das Gemetzel ist nicht mein Werk. Ich will es beenden. Noch habt ihr nicht gewonnen. Charles marschiert nach Paris mit seinen Panzerreitern. Götter. Panzerreiter. Sein Heer kommt. Man sagt, sie seien nah und reiten schnell. Noch ein Grund mehr, mich zu beeilen. Ich kenn's gut. Okay. Nicht viel trödeln hier, sondern tun. Nolwehen wird dich in den Tunnel führen, die mit dem Palast verbunden ist. Oder finde einen anderen Weg auf die andere Seite der Mauer. Ich würde einfach vorne anklopfen, ne? Ich glaube, das funktioniert nicht ganz so. Ich vertreibe sie. Hat der ernsthaft nichts gecheckt? Ah, ich dachte, der glotzt mich die ganze Zeit an. Ja, moin. So, weg mit dir, Junge. Das war noch alles in der Zeitlupe. Das war alles legitim. Da steht ja einer. Das hab ich ja überhaupt nicht gesehen. Da steht noch einer. Als ob der das nicht mitbekommen hat. Okay. Wer bist du und was machst du hier? Wenn ich dieser liebestollen Magd folge, komme ich sicher in den Palast. Mein Liebster kommt gleich und sperrt dich weg. Okay, wohin rennt die denn auf einmal so schnell? Alles klar. Wir sollen ja auf jeden Fall folgen. Okay, wir müssen so an den Lachen vorbei. Ja. Und jetzt sind wir voll. Pass auf. Das kriegen wir hin, Junge. Du hattest genug, mein Freund. Oh? Hey, bring mir sofort mein. Hey!
Komm Leute, prügelt euch. Wie lange mögest du einschenken? Was bist du für eine hübsche Tulpe? Scheiße, Leute. Ernsthaft? Das hat nichts gebracht? Aha. So, jetzt haben wir es auch teilweise hier geschafft. Ah, war zwar viel hin und her und so. Aber wir haben die Schlüssel gefunden. Jetzt sind wir in Udons Schlaf gemacht. Und ich bin gespannt. Liegt da ein Steak? Ist doch kein Steak. Udo, mein Herz. Bist du es? Nein, du bist zu groß. Bist du der Priester? Mein Licht wird schwach. Ich sehe nur noch Umrisse. Nee. Vater, wirst du mir die Beichte abnehmen? Ja. Ich bin nur gespannt, was die Beichte ist. Vergib mir, Vater. Denn ich habe gesündigt. Hochmütig zog ich ohne Rüstung in die Schlacht und dachte, der Herr würde mich schützen. Jetzt liege ich im Sterben und werde meine lieben Kinder nie wiedersehen. Wo sind sie, Vater? Sind sie sicher? Sie sind in Sicherheit bei einem guten Mann. Walter von Schenz, sei unbesorgt. Danke. Aber Vater, bitte, wirst du eine Nacht... Dass er ein guter Mann ist. Seinem Heiligtum? Den Flur. Eingeschlossen. Oha. Seine Frau sei so abgenippelt. Weil sie irgendwie ziemlich... Sie dachte, es wäre klug, ohne Rüstung in den Kampf zu ziehen. Und wir haben jetzt den Priester den Schlüssel bekommen für Udons Bereich. Ich bin gespannt, was er jetzt davon hält. Was würde unser Tod nützen, mein Herr? Dein Weib liegt im Sterben. Geh zu ihr. Deine Pflicht als Ehemann. Meine Pflicht ist hier. Wenn Charles und sein Herr kommen, werden wir mit ihm kämpfen. Dann zermalmen wir die Heiden zwischen dem Hammer Charles und dem Amboss Paris. Geh, Walter. Deine... Und... Was? Aber... Oha, sind wir jetzt gegen ihn kämpfen? Hier, moin. Paris. Ja, Junge, ganz ruhig, Brauner. Alter, macht das viel Schaden. Das ist eine Feuerflamme. Hat doch keine Schnelle hier. Die Ehre fordert, dass einer von uns stirbt. Alter, ganz ruhig vorne. Junge, block doch. Ja, in der Luft rumfuchteln bringt da auch nichts, Junge. Alter. Lass mich doch hier aus der Ecke raus, Junge. Ich komme nicht aus der Ecke raus. Was ist das denn jetzt? Ich kam nicht aus der Ecke raus. Ah, oh mein Gott. Katastrophe. Aber hey, wir haben ihn besiegt. Eine feine Klinge für einen feinen Krieger. Alter, was ist das für ein Schwert, ey? Aber nicht gut genug. Schenk mir einen schnellen Tod. Mach kein Spektakel aus meiner Niederlage. Das sind nicht Siegfrieds Hörner. Charles und sein Herr. Er kommt rechtzeitig, um die Stadt zu retten. Oha. Sie kämpfen nicht. Ich sehe die Fahne der Waffenruhe. Siegfried und Charles werden verhandeln. Ich muss dort sein. Und ich auch. Doch ich bin dein Dann gebe ich dich frei. Auf dein Ehre. Danke, Eivor. Ja, lol, weil was passiert denn jetzt hier auf einmal? Jetzt wird hier freigemacht und so. Also freigemacht. Jetzt werden hier Gefangene freigemacht. Also hier frei. Oh mein Gott. Kann ich mal reden? Es ist alles so. Ich bin verrückt.
Ja gut, ich glaube, wir haben die Stadt eingenommen. Auf jeden Fall eine fette Schlacht. Mit ein paar Bugs. Oder mit ein paar Bugs. Schreibt gerne mal in Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, bevor ich das Ende zeige, schaut es euch lieber selber an, zockt das Game lieber selber. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.